Hallihallo Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Crank Wars. Wir gucken uns heute das Update zum 20.04. an und ich kann schon mal sagen, ist eher eine tote Woche. Content bekommen wir nicht wirklich, aber jetzt erstmal, wir bekommen ein Spin-Event, wo wir ein gratis Kostüm für Arthur und Merlin bekommen. Ich weiß nicht, braucht Merlin wirklich wieder ein Kostüm? Ich habe das Gefühl, die hat extrem viele Kostüme. Arthur ist okay, das sieht auch ganz gut aus. Hat ein bisschen was, wie man von der Seite sieht, von Denzel was. So hier, Spin-Event, ja, kriegen wir die Kostüme. Dann Spezial-Exchange-Shop. Also Battle-Events, A Short Britannia, Travel-Look und Elizabeth's Scary-Story. So, jetzt kommt hier eigentlich der größte Content diese Woche, ist Reverse Stage 3, Stage Season 3. Ist einfach hier spielen halt sozusagen die Bösen und kämpfen gegen die Guten. Dann bekommen wir ein paar Diamanten, nicht wirklich viele. Und halt ein paar Tickets. Part 1, eigentlich sind aber nur Part 2 Ticket, wa? Ja, zum Glück nur Part 2 Tickets, kein Part 1 Ticket. Weil Part 1 Ticket braucht doch irgendjemand Part 1 Ticket. Eine Stage würdet ihr, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, aber wird auf jeden Fall richtig schwer. Das ist, kann ich gerade nicht zeigen, weil ich bin JP noch nicht, weil ihr müsst Chapter 15 sein, Episode 303, bin ich noch nicht. Ich bin, glaube ich, bei 253 zurzeit in JP. Muss man die Story da weiterspielen. Auf jeden Fall ist da ein Bild von der Yeri und Monspeed in der Intra-Form und ihr müsst dann gegen die Archangels kämpfen und ist einfach richtig schwer. Selbst Wales haben es noch nicht geschafft, bevor Superwachen 5 kam. Also gibt Superwachen 5 ist ja in JP seit einer Weile draußen und da hat man es dann geschafft, 3 Sterne dazu bekommen, aber vor 1 Stern. Also wenn ihr es nicht schafft, wartet bis Superwachen 5 kommt, müsste eigentlich in 2 Wochen bei uns. Also nächste Woche kommt auf jeden Fall ReZero und die Woche danach müsste eigentlich Superwachen 5 kommen. Auf jeden Fall, das wird dann die schwerste Stage. Könnte auch ein kleiner Hint sein, wenn irgendwann Festival der Yeri kommt, dass es halt die Intra-Form ist. Und das wäre schon richtig gut. Die Intra-Form der Yeri, müsste die reinhauen. Weil die normale der Yeri, also die rote der Yeri haut da schon rein. Aber die Intra-Form, da wächst dann kein Gras mehr. Und dann eigentlich noch ein paar System-Fixes. Irgendwas mit einem Sabas Spire. Irgendwas mit Event-Dungeon. Was bekommen wir als Entschädigung? Ein S-Anhänger. Supi. Und einfach die ganzen alten Events enden. Wenn man sieht, viele sind echt schon wütend, kann ich verstehen. Ich weiß nicht, was die zurzeit hier machen. Wir bekommen schon wieder kein Tower of Trials oder kein Final Boss. In JP haben die es immer wiederholt, Tower of Trials, aber Global will das irgendwie nicht. Keine Ahnung, was die hier machen. Können mal gucken, wartet mal. Wo man hier sieht, sind gerade viele Leute echt nicht glücklich und meckern hier kein Tower, kein Final Boss, we want no Content. Content. Erstmal ein schönes Bild. Ja, hier meckern gerade alle, dass es kein Tower gibt und so. Kann ich verstehen, ey, das ist, warum kein Tower diese Woche? Es macht einfach keinen Sinn. Es hat wieder so ein Zeichen, dass ihnen Free-to-Play-Spieler eigentlich komplett egal sind. Aber wenn keine Free-to-Play-Spieler im Spiel sind, ist das Spiel eigentlich tot, weil nur Wales und Leute, die Geld reinbuttern, ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Könnte wirklich echt sein, dass bald wieder der Google Play Store ein bisschen, also wieder, dass das Spiel da wieder ein bisschen schlechte Bewertungen bekommt, damit die reagieren. Weil das ist eigentlich die einzige Sache, wo die dann drauf reagieren, wenn die halt schlechte Bewertungen da bekommen. Weil die halt dann weniger Geld bekommen, weil es ja weniger Leute einen Downloaden und dafür Geld ausgeben, wenn ein Spiel schlecht bewertet wird da. Keine Ahnung. So, Leute. Dann würde ich mal sagen, das war's mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüssi.